Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Rome 2 mit dem Hellenenbund. Und der Hellenenbund, das sind der Tante Günner und meine Wenigkeit, der Mr. Merp. Grüß dich, Günner. Ja, sass und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe ja schon meine erste Stadt verloren. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich arbeite noch dran, ganz schwer. Ich habe jetzt Truppen abgezogen, damit es der KI leichter fällt, die Stadt hier durch eine Rebellion zu holen. Ja, das Problem ist bloß, dass jetzt wir diese Veneter-Rebellen hier eventuell früher oder später mir auf den Keks gehen könnten. Aber auch nur unter Umständen. Ich baue jetzt hier, glaube ich, auch erstmal ein, zwei Sachen um. Ich betone auf ein, zwei Sachen. Hier in Medlan. Beziehungsweise Medlan hat ja Patavium. Ja, der ist zurück. Dann kann ich diese Armee eigentlich zurück nach Patavium schicken, stelle ich gerade eben fest. Und dann werden wir jetzt gleich Octodurum einen Besuch abstatten. Was hältst du davon? Hohohoho. Soll um coole diese Sache. Jahreszeit besonders ja. Weiß sein dort. Färben ja. Den Boden doch mal rot. Das war jetzt wahrscheinlich so ein Euphemismus, wie dass du mir die Stadt schenkst, ne? Spaß. Eigentlich wollte ich die schon noch haben. Ja, die musst du nehmen, auf jeden Fall. Die passt so in meine Kartensammlung, weißt du? Hast du automatisch gemacht? Nee, ich speichere gerade eben noch und das ist automatisch. Automatisch, ne? Ja. Ach nee, das habe ich schon selber Berechnung gemacht. Ah, okay. Ah, da könnte ich das jetzt manuell machen, damit du möglichst viele Truppen verlierst, ne? Ja. Okay. Du hast ja auch eigene Truppen dabei. Ja. Ja, aber die KI würde wahrscheinlich erstmal dein... würde erstmal meinen General himmeln. Habe ich jetzt doch auf Kämpfen geklickt? Habe ich da gefailt jetzt gerade? Du kannst doch... Hä? Nein, ich habe auf Kämpfen geklickt. Ach, du hast auf Kämpfen geklickt. Ich habe von Anfang an... Ich dachte, du hättest auf automatisches... Ach, guck mal, die rücken uns entgegen. Das ist ja mal spannend. Klickt, warte mal, darf ich die Armee dann jetzt überhaupt steuern? Hä, warte mal, das war dann aber eine komische Sache gerade eben. Die werden schon jetzt... Also ich bin's gespannt. Oh, jetzt wird die KI meinen General himmeln. Du musst die gegnerische Armee schnell besiegen. Mission, Schlacht schnell gewinnen, damit Günners General überlebt. Ja, genau. Mission rettet den Gen. Einen Kampf gegen die Zeit und gegen die Dummheit der KI. Ja. Eine Novelle. Passender Name für jede Schlacht in diesem Spiel. So, Moment, da machen wir die Nummer 4 rein. 5. Das ist mein General, das ist die Bürgerkavallerie. Genau so. Das war nämlich ganz merkwürdig. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich das, ob ich da eine. Achso, ich sag Gefecht starten, ne? Jo. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich eine ausgeglichene oder eine offensive Stellung oder wie auch immer nehmen will. Jetzt kommen sie. Das ergibt dir dann auch irgendwie wenig Sinn, wenn ich die Einheiten jetzt nicht steuern könnte, oder? Kannst du sie steuern? Weiß ich noch nicht, noch sind sie nicht auf dem Schlachtfeld. Ich kann sie steuern, sauber, okay, gut, cool. Na, zum Glück. So, erstmal bringen wir den General in Sicherheit. Und dann siehst du quasi, die KI hat dann einfach so dein Spielverhalten beobachtet, dass du gerne Generäle himmelst und schickt ihn als allererstes jetzt noch so nach vorne, genau. Weißt du? Und dann nur so ein Mannequin von der ganzen Einheit, ne? Ja, genau. Warum machen die hier so eine komische Treppenformation, meine Männer? Das ist ja ganz weird. Oh ja, sieht komisch aus. Natürlich müssen die jetzt hier wieder in so einem Wald rumstehen, weißt du? Nervig, ey. Lästiger Kack. Aber weißt du was, wie wir das machen? Ich gehe jetzt tatsächlich hierher. Ich flankiere diese Schweinehunde einfach. Und lass dir dann die andere Flanke. Wir machen so eine richtig schöne Zangenbewegung. Bereit zum Einsatz. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Okay. Also du siehst, was ich mache, ne? Ich stelle meine Männer hier so auf. In mehreren Linien. Dann kannst du... hier so rumgehen. Ja. Siehst du, was ich mache? Ich stelle meine Männer ungefähr so auf gerade. Mhm, genau. Und mein... Entschuldigung.
um da korrekt zu sprechen, meine Männer und meine zwei Frauenregimenter. Also meine Männer und Frauen. Alles meine klar. Kämpfer und Kämpferinnen. Dein kämpfendes Volk. Oh Gott, wenn ich dich schon wieder reden höre, könnte ich deine wieder... Deine Primatin rücken. Unter Waffen. Bitte? Deine Primatin unter Waffen. Tja, wenn sich jetzt irgendjemand beleidigt fühlt, der Mensch ist de facto ein Primat. So ist die offizielle Bezeichnung. Mhm. Trockennasenaffen. Genau genommen eigentlich sogar Nacktaffen. Naja. Weil wir kein Fell haben. Ja. Aber das also, ist keine naja, wobei, also ich kenne da so ein paar Leute, ne, die... Und man redet dann in der Regel immer so von der ganzen Spezies. Ja, ja. Der Mittelwert quasi. Also, wir haben es an der Uni gelernt, das ist keine offizielle Nomenklatur, aber man könnte auch wirklich sozusagen sagen, also wir zählen zu den Haartieren. Das teilen wir uns zum Beispiel mit den Beuteltieren, die zählen auch zu den Haartieren. Ach ja, witzig. Eure Befehle? Schnelle Reiter zu euren Diensten. So, stellen wir mal die Piken ins Zentrum. Mhm, wir machen mal dreifache, oder? Ich bin ja eigentlich. Das dauert ja noch ein bisschen, bis der kommt, oder? Der wird nicht kommen. Wir werden jetzt hier. Aber das dauert auch noch, bis meine Jungs in Stellung sind. Also von daher. Und dann würde ich die auch noch ganz kurz verschnaufen lassen. Dann machen wir es also. Ich gehe auf jeden Fall noch weiter nach links. Also davon kannst du ausgehen, dass ich da jetzt hier nicht stehen bleibe. Wobei eine Sache stimmt nicht so ganz. Meine Armee war im Gewaltmarsch. Eigentlich müssten die Einheiten alle erschöpft sein. Die sind aber alle fresh. Fresh wie der Frühling? Ja, die haben sich, glaube ich, noch mit so... Außer mein General, der ist außer Puste, aber der ist ja auch drauf gejolot, ne? Der wollte es halt auch wissen. Mhm. So, und wo soll ich hin? Ich rück mal vor, ja? Genau, jetzt haben wir nämlich eine wunderbare Flankensituation, gegen die die KI relativ wenig tun kann. Und wenn ich jetzt sogar noch ein bisschen kecker werde, und ich bin ja so keck, mache ich jetzt hier sogar noch eine Überwinkelung. Also ich erzwinge ihn quasi einen Winkel auf, der für ihn so richtig suboptimal ist. Das versteht kein Mensch, wie die KI läuft. Schaut euch das mal an. Anstatt, dass die... Also, dann drehen die sich irgendwie... so komisch ein, das ist echt. Die versucht, die jetzt auf uns beide einzustellen, kann's aber nicht. Ich meinte gerade auch vor allen Dingen, wie die Wegfindung bei meinen Einheiten ach so. Ist. Die war gerade echt ein bisschen grenzwertig schlecht. Okay. Warte, jetzt gehen wir mal mit der Geschwindigkeit wieder runter, denn jo. Jetzt gehen wir das ist eins nämlich nach gute vorne. Idee. Ohne zu rennen, einfach nur gehend. Quasi Nordic Walking auf dem Schlachtfeld. Ein Stöckchen haben sie ja auch alle dabei. Also passt schon halb. Genau, die Pikeniere mit den extrem Nordic Walking Stöcken. Kannst du denen bloß sagen, seid froh, dass ihr keine Kanuten seid. Mit den Dingern rudern macht auch sicher keinen Spaß. Jo, Ibims dran. Ja, ich muss gerade eben noch hier Aufstellung beziehen. Ja, jetzt könnt ihr mal ein bisschen rennen, Männer. Weißt du, eine Map mit Wald ohne Ende und der Typ kämpft auf der Lichtung. Ist auch wieder geil, ne? Mhm. Also ich komme jetzt mal wieder näher. Ey, meine Leute sind voll die Tarnkämpfer hier. Die haben sich so ins hohe Gras geduckt. Die sind alle getarnt, nur du nicht. Du bist die spartanischen Tarnfüchse. Nahkampf, Kavallerie! Oh, meine Jungs schießen schon. Die haben die Stammeskrieger schon ganz gut dezimiert, glaube ich. Das ist doch schön. Ah ne, die waren schon vorher dezimiert, okay. Ah, okay. Aber so ein bisschen dezimieren sie. Dezimiert weiter. Dezimiert sie. Gleich bin ich jetzt auch in Geschossreichweite für die Slinger. Mhm. Oh, die kriegen schon keine Lust mehr. Die sind zwar noch standhaft, verlieren aber zusehends an Moral.
So, wir müssen mal hier auch die Phalanxen an. Und jetzt wird geschossen. Doppelte Geschwindigkeit! Die haben, glaube ich, keine Kavallerie, oder? So wie ich das gesehen habe. So Kavallerie besehen gesehen? Keine gesehen, nee. Ja, dann bleibe ich mal stehen, ne? Die haben ja nur Söldnerplänkler, das heißt, meine Steinschleuderer freuen sich gerade eben über jeden Schuss, den sie abgehen können. Ah, ne, da haben wir tatsächlich eine Steinschleuderer-Einheit. Da ist sie. Sie wollte sich keck verstecken hier. Ich erwarte eure Befehle. Da müssen wir was dagegen machen, hier mit allen draufballern. Ja, das ist genau der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Für die sind es eher Albträume. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. Schnelles Marschieren. Irgendwas kann man ja immer weg. Oh, jetzt kommen sie angerannt. Weiß nicht, warum sie das tun. Aber es wird ihnen auch nicht viel bringen. Die standhalten halt, ne? Jetzt sind sie erst mitgenommen. Ah, okay. Und jetzt sind sie wieder standhaft. Unfassbar. Ach Gott, die haben Bogenschützen. So, jetzt hält das nicht mehr aus, ne? Schon mal meine Speere hier. Speerträger. Oh Gott, der hat Kavallerie, stelle ich gerade eben fest. Hat er? Ja. Kommandant! Periökische Hopliten! Periökische Speere! Speerpiken bereit! Du hast deine Jungs aber echt komisch aufgestellt. Meinst du mich? Nee, also mein. Nee, hier der. Also. Ich rede mit meinen Einheiten mal wieder. Oh, ich glaube, der eine Typ hat sich gelöscht. Die Speerkämpfer erhalten eure Befehle. Periökische Hopliten. Ja, Kommandant. Zu Befehl. Sparta. Aus doppelter Geschwindigkeit. Die Geniere erwarten eure Befehle. Sind die schnell? Was ist denn das? Oh, könnte ich schon Kavallerie. Was da jetzt alles noch dazukommen muss, ey, ist voll ekelhaft. Zurück, Männer, zurück. Nein. Oh Gott, Leute, zieht euch doch einfach zurück hier. Alter, was macht denn der da mit meinen Hopliten? Der macht die ja Fritte. Ich sehe halt auch nichts hier drüben. Geil. Das ist halt wieder mal der geile Wald, ne? Vor allen Dingen der Typ hier, der ist auch gerade gut geflankt, der hält aber trotzdem noch tapfer durch. So, die keltische Söldnerkavallerie müsste jetzt allerdings so langsam ein bisschen Interesse in dieser Schlacht verlieren. Dem so noch 5 Mann sind. 2 Mann sind kämpft immer noch weiter, tapfer. Ein Mann immer noch begeistert, ne? GG. Oh Junge, meine Einheiten hier. Ich sehe halt mal wieder nichts.
Jetzt bin ich gespannt, wie ich meinen General diesmal verlieren werde. Angriff! Eure Befehle? Ja, Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Töten sie alle! Dann tötet sie alle. Oh Mist. Die fliehen. Sauber. Da ist meine Einheit sehr gut stabilisiert, Kavallerie. Fuck! Die haben einen Gegencharge gemacht gegen meine Kraft, so ein Kack. Meine arme Kraft, die ich doch ohne Einheit Kavallerie verlieren. Ich bin jetzt hier irgendwo im Wald. Ich jage diese komischen Typen da. Oh, hör doch mal auf, Junge, ey. Stopp mit euch! Bewegt euch! Schnelles Marschieren! Oh nein, der hat meine komplette Armee ausgewählt und jetzt gerade irgendwo hingeschickt. Du Bangard, du dummer Bangard, das gibt's doch nicht. Ja, das Phänomen kenne ich auch. Ah, diese, ja, ich hab irgendwie auf die falsche Taste gedrückt und jetzt, naja, egal. Okay, versuchen wir zu retten, was zu retten ist. Meine Wurfspeere und Geschosse sind eigentlich auch schon alle fast irgendwie weg. Jetzt hätte mir da oben noch so eine Einheit Fernkämpfer gechased, okay, tu das halt. Bitte kikinisiere sie. Na, tötet sie. Kampfbereit, unwillig! Kriegräber, ihr Verfluchten! Charge den jetzt immer mit meiner verbleibenden Kavallerie in den Rücken. Aber guck mal, die drehen sich um und machen einen Counter-Charge. Siehst du das? Alter, der killt. Ja, General tot. Geil, der hat mir den General wieder gekillt. Oder hast du den mit Friendly Fire gekillt? Ich hab gar nicht genügend Geschosse, glaube ich, um hier Friendly Fire zu machen. Also bei mir schießt das gar fast nichts. Oh, das war so klar, ey. Ich guck gerade nochmal rein. Und dann ist der General weg. Ja, jetzt können wir auch reinhauen. Super. Scheiße, ey. Es war irgendwie klar. Ich habe es hier gerade gesehen, dass er den gesandwiched hatte mit seinen Fernkämpfern. Und dann war es irgendwie klar, dass der General weg ist. Fuck. Ja, das ist blöd gelaufen. Ja, und der war erst 18, der war saujung, ne? Oh, der hätte also noch richtig loslegen können. Ach, nee. Ja. Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Vor allen Dingen, schau dir das an, der hat ja nicht viele Kills gemacht, ne? Nee, er hat nur ein paar entscheidende Kills gemacht. Ey, ohne Witz, ne, dieses Drecksspiel. Ich hasse dich so hart. Naja, was willst du machen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde einfach... jetzt ist die Tante da. Warte mal, wie alt bist du? 55, okay, das halte ich wohl noch aus. Das Dumme ist, die Schwester, da kann ich noch nicht verheiraten. Hey, die hat nur 5 Gravitas. Der kann ich keinen Ehemann suchen, glaube ich. Das ist mega kacke. Naja. Ach, das geht auch dann nicht, ne? Ich glaube, mit 5 Gravitas geht das nicht. Der war halt ganz, ganz fresh, der Typ, ne? So ein dummer Scheiße. Mist. Das ist so der Moment, wo ich dann, wenn ich das privat spielen würde, laden würde, glaube ich. Ja, aber passiert. Ich merke halt einfach nur wieder auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen, es ist halt so sinnfrei, mit den Generälen irgendwie ins Schlachtgeschehen einzukämpfen. Wenn es sich vermeiden lässt, machst du halt gar nichts.
Ja, also eigentlich kannst du wirklich nur mit den Generälen, wenn du die Möglichkeit hast, eine Fernkampfeinheit zu nehmen, die einfach nur supportend irgendwo rumsteht, aber ja nicht ja. irgendwie Ziel von irgendwas wird. Ja, ne? Ja, die sterben einfach halt alle sofort weg. Vor allen Dingen, ich meine, ne, es war eben 5 Einheiten verloren, General tot, und jetzt noch nicht mal die Hälfte der Einheit verloren. 30 Mann waren weg, 1/3, auch wieder zack, General tot. Also, die Spartaner, die sind einfach miserable Generalseinheiten. Die Elitekämpfer. Ja, weil die halt einfach auch draufgehen, ja. Naja. Machen wir gleich anders. Eben nochmal gucken. Der Hermogenes. Hermogenes. Was will Hermogenes machen? Wenn ein General 0 kostet, dann ist aus meiner eigenen Familie, beziehungsweise ist ein anderer General, ne? Du, das hat, also es gibt Generäle aus deiner Familie, die 0 kosten, es gibt Generäle aus der anderen Familie, die 0 kosten. Die Magistrate, das sind wir ja selbst. Ja, nee, da habe ich 2 Stück, die kostenlos sind. Das ist halt das Coole an, zum Beispiel an Karthago, ne, wo du halt einfach den auf den Elefanten setzt und den General zu töten, das will ich gesehen haben. Ja. Ja, aber hier sehe es aus, ich könnte jetzt auserwählte Hopliten machen, genau. Wenn ich einen Tod sehen will, mache ich auserwählte Hopliten. Hey, ich finde das auch immer besser, die Generäle auf den Gaul drauf zu hocken und dann einfach nur Fernkämpfer damit niederzureiten oder sowas. Aber bei den Elefanten, das ist problematisch, weil du dann, also hier in unserem Multiplayer, da ging es ja noch halbwegs, aber du kannst ja keine Autoschlacht mehr machen, weil der immer, die KI verliert halt immer die Hälfte der Einheiten mit den Elefanten. Das ist einfach so dämlich. Oh, bei den Autoschlachten werden die ganz klar bevorzugt, ne? Ja. Warum haben wir eigentlich keine Autoschlacht gemacht? Ja, ich sehe meinen Fehler ein. Nein, alles gut. Das war ja mein Fehler. Ich hätte den einfach nicht da reinschicken dürfen. Ja, man sieht halt, übersieht das aber auch so gerne. Mir geht das ganz genauso. Man übersieht dann halt einfach quasi, dass man seinen Gen dann im Eifer des Gefechts in die Front geworfen hat. Ja, ne? Weil du willst den ja auch einsetzen, ne? Oh, Dynastie ja. der Agiaden. Ich hab noch einen. Dann nimm den Typhus. Typhus. Zügellose Piraterie, es ist mir sowas von egal. Kommandant. Hat ja eh keinen ernsthaften Effekt und kannst auch nicht an sowas dagegen tun. Ja, so, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also, zum Glück hatte ich noch einen. Den wollte ich allerdings halt gerade als General woanders einsetzen. Das zeckt ein wenig. Und die Schwester hier, du brauchst erstmal das Ding. Wegen mehr Gravitas. So, jetzt hast du 22 Gravitas, jetzt kann ich dich verheiraten. Sauber. Die Haare geschnitten. Und adoptier doch bitte den Attis. Oh, nice. Okay, so, wir sind wieder im Geschäft, Digga. Junge, Junge, ey. The Choir. Okay. Risiko. Oh, shit, Koria. Kannst du deine Armee, wenn es geht, die bei mir ist, ja. Wie weit kommt die bis Koria? Ich versuch's, warte. Ich komme leider nur bis, nur bis hierhin. Und das reicht nicht, um zu verstärken. Und bis hierhin. Hast du denn in Koria, hast du 6 Einheiten in der Garnison drin? Ja, die ist halt relativ neu, die Stadt. Das kann aber sein, dass das schon reicht, ne? Ja, wegen den Piken, ne? Die könnten da wirklich, wenn es gut läuft, ausreichen. Ja, ist bloß so ein Gedanke halt, ne? Errichtet die Befestigungsanlage! Ja. Also, der hat auch nicht mehr viel, der kann nur noch von da oben also kommen. Also, ich muss auch meine Truppen ein bisschen regenerieren. Die regenerieren nämlich langsamer als deine. Das ist es, du bist ja nur Verbündeter, deswegen kriege ich da nicht die volle Verstärkungsrate. Ja, die Spartaner kennen sich halt auch in den Alpen nicht aus, im Gegensatz zu den Athenern, ne? Ja. So, wir laufen mal gerade hier rüber. Für die echten Griechen wäre das ja echt so gewesen. Nee, wir wollen hier gar nicht hin. Ne? Das ist ja scheiß kalt und hoch. Und
Die hatten ja relativ, generell hatten ja diese ganzen Kulturschaffenden, also hochgestochen Kulturschaffenden Völker wie die Römer und Griechen, glaube ich, für die Bergvölker wenig übrig. Das war immer so ein Synonym für Barbar, so die Hügelleute, die Bergleute, ne? Naja. Die Wilden. Oh, warte mal bitte gerade, da fällt mir was ein. Der greift mich doch hier 100 pro an, ne? Wenn ich mich da hinstelle, ne? Ja, aber es geht auch, glaube ich, gar nicht anders. Ach, dann holen wir uns noch ein paar Söldner. Ich kriege hier tragische Söldner. Tragische. Warum habe ich da jetzt hier minus 10? Ach, weil ich wieder so dumm war und Sklaven geholt habe. Ich soll das lassen. Die öffentliche Orden bei mir immer zum Teufel, nur weil ich einmal 100 Sklaven genommen habe. Aber die ganze Zeit für trainiert. So. Die werden dann auf 10 Städte verteilt, dann sind überall 10 Sklaven, dann geht gleich die öffentliche Ordnung um 10 runter. Die kriminellsten Sklaven, die du dir vorstellen kannst. So Ghetto-Sklaven, weißt du, die machen auch Gangster-Rap und so. Die Sklaven aus dem Mittelstandsghetto. Genau. So, jetzt muss ich aber gerade mal was überlegen. Kannst du denn nicht... Warte mal, was hat er da drin? Okay. Wenn du hier hingehst und ihn hier belagerst. Die Siedlung wird belagert. Ja, also ich glaube auch, dass wir das so gewinnen würden. Auch wenn das Spiel mir sagt, ich könnte es nicht gewinnen. Es lügt, wie so oft. Auf jeden Fall tut es das. Da brauchen wir auch echt noch ein paar andere Einheiten hier in der Truppe. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant. So, wenn ich nämlich jetzt sage, du kommst hier mit. Mache ich das nämlich automatisch? So ist easy. Ich bin mir überlegen, ob ich Ephesus eventuell direkt mit meiner Flotte attackieren soll. Also auf jeden Fall bedrohe ich die Stadt jetzt hier natürlich mit meiner Flotte. Das könnte auf jeden Fall schon mal ein herber Schlag für Pergamon sein. So, wenn man da Panemet Kansas Erlass. Ah, ich muss den ganzen Dreck einfach wieder reparieren. Es führt keinen Weg dran vorbei, ne? Ja, das brauchen wir eigentlich auch. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das da reißen wir auf jeden Fall ab. Das da reparieren wir. Was machen wir mit der Hoplitenkaserne? Ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, die hier noch zu haben, ne? Die steht halt nur in der falschen Stadt. Mein Verstand und meine Worte stehen. Hermes wache über diesen Reisenden. Okay. Stell dich hier auf. Ich erwarte eure Befehle. Dann machen wir folgendes. Du hast ja ganz, 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 ganz viele Fernkämpfer. Stell du dich mal hier rein. 118, das ist nicht so teuer. Nimm nur ein paar Hoplite. Ist das schon auf Fangoria schon drauf? Krass. Bleib du mal hier in Tanais. So, Sirakena wäre jetzt noch eine Stadt, die wir bräuchten. Und hier, ja, müssen wir mal gucken. Reparier das. Und das reißt du mir bitte ab. Und das reißt du mir bitte auch ab. So, dann kriegen wir hier Wein. Das ist auch feine Sache.
Du kannst dann... Ja, ich will nicht so dicht da dran. Wie wäre es, wenn du... Ja, doch, versuch das mal. So. Wir ziehen die Flotte ein bisschen weiter runter, wollen damit wieder ins Ägäische Meer kommen. Ach, guck mal, da ist mein Streiter, den ich total vergessen habe. Cool. Steht der einfach so rum, oder wie? Der, ja, steht da und dreht Däumchen. Kannst direkt mal hier rüberkommen. Ich bin ein Spartaner und werde hier stehen bleiben, bis ich Befehle bekomme. Ich kann ja Agenten gegen, ja, wie der verwundet wurde, weiß ich nur überhaupt nicht. Ist aber auch egal. Dann nehme ich den nämlich einfach mal mit. So, jetzt zeigst du mir bitte nochmal gerade, wo haben wir denn hier noch... Das will ich nicht ausbauen, das ist mir noch zu heikel. Hier bin ich mir noch nicht so wirklich sicher. Ich werde aber auf jeden Fall dich ausbauen. Ja, Olbia ist auch okay. Minus 13, finde ich auch noch. Ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, wir reparieren das ausnahmsweise mal für 700. Und dann müsste ich aber auch... Ah, der Echekrates, ey, das zeckt mich echt ab, dass der jetzt gerade den Löffel abgegeben hat, um sich mal einfach so schnell vom Erdball zu verpieseln. Du bist immer noch nicht hochgelevelt. Die Söhne des Ares, das ist ein saudummer Name. Was, die Söhne des? Des Ares, das ist viel zu Standard. Wie wär's mit die Popel des Ares? Das finde ich auch gut. So. Das ist so eine Armee, ne? Da hast du Bock drin zu kämpfen, oder? Definitiv, ja. Ne? So, wir brauchen der Eniopus. Was ist der für ein Level 6? So, ganz kurz, ist der irgendwie Erbe oder irgendwas? Wenn man, der Homer ist hier mein Erbe, ne? Und der Eniopus, ja, kann sein, dass der das wird, muss aber nicht. Ich gebe dem noch irgendeinen coolen Skill. Nee. Der ist schon der Listmensch, ne? Wie steht es zusammen? Plus 24 Dinge. Ein listenreicher Knilch. Bitte? Ein listenreicher Knilch. Ja. Ah, hier, Schutz vor feindlichen Agentenaktionen. Das finde ich ist eigentlich echt, den Skill sollte man nicht unterschätzen. So, die Gefährten des Lysander. Die müssen wir auch noch skillen. Aber wir müssen auch gleich die Folge beenden. Ich weiß. Hier, was bitte das? Bodensee? Der Bodensee, natürlich, klar. Du machst bitte das. Okay. So, Sterikles Pols steht da hinten. Das ist gut. Dann beende ich noch die Runde. Gib noch an dich ab. Juhu. Ich habe gerade immer gerafft, dass das hier der Bodensee ist. Bei Koria. Was auch absolut Sinn macht. Der Bodensee. Genau, der Bodensee. Oh, Pergamon tut Dinge. Greift die nächste Stadt an, glaube ich, ne? Mhm. Naja, klar, der tut sich jetzt da durch das Schwarze Meer prügeln. Ja, das hilft ihm ja nur nicht so viel, weil er die Städte da alle nicht halten können wird, ne? Naja, du musst halt schon hingehen, aber du kommst ja auch schon. Ja, ich würde hier auch wieder sagen, dass... Können wir ja im nächsten Part schlagen, oder? Jo, ja? Alles okay. Klar. Dann sage ich erstmal in diesem Sinne, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete und auch Scheirete. Ciao. Ciao, ciao.